Hallo Freunde und willkommen zurück zu Wolfenstein The Old Blood. Wir sind in der Ausgrabungsstätte gelandet. Müsste, wenn ich mich nicht irre, auch das letzte Level sein. Das heißt, das hier wird das Finale der Hauptstory. Und im Anschluss an die Hauptstory gibt es dann natürlich auch nochmal separat das Let's Play für die Albtraum-Missionen. Das wird dann allerdings auch ein komplett separates Let's Play, das von dem hier komplett getrennt wird. So, haben wir eine Map? Ja, wir haben eine Map. Scheiße, die stehen doof. Scheiße. Ich renne jetzt hier auch einmal erstmal so ein bisschen einfach quer durch die Grabsteine hier durch. Na, falsche Waffe. Die hier wollte ich. So, das war der erste Kommandant. Frage ist jetzt, wo. Mann, jetzt habe ich mit der einen Waffe, die ihr hier in Dings habt, beim Schnellwechseln keine Munition mehr drin. Oh, jetzt hat er den Fall. Das ist immer kacke mit diesem Wechselmodus, dass er immer so ganz komisch diesen halbautomatischen hat. Boah, jetzt hole ich mir erstmal den da. Hier ist ja noch einer. Die Typen nerven. Oh, sag mal. Geht's noch? Mann, dieser blöde Kommandant, wo steht der hier rum, Alter? Keine Ahnung, ob das jetzt hier irgendwie eine Abkürzung ist oder. Höchstwahrscheinlich komme ich dann nicht mehr zurück, wenn ich da runterspringe. Weil ich auch irgendwie darüber muss und das wird wahrscheinlich der Weg dahin sein. So, hier muss doch jetzt irgendwo. Der bekackte Kommandant rumstehen. Wahrscheinlich hier drin, oder? Geht doch. Hallo Michael, wie geht's Ihnen heute?
Oh, das habe ich jetzt ganz übersehen, dass da so ein Ding liegt. Unter den Dielen in der Küche. Ich bin nicht mehr zu
zu der Steintür in der Kirchenruine zurückgegangen. Ist sie immer noch dort? Ja, bestimmt. Ist sie dort sicher? Ja, ist sie. Gut. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich wieder zurück? Ich denke, dass Sie dafür zu krank sind, aber das muss natürlich Ihr Arzt beurteilen. Ich werde alles tun, um Ihre Lage zu verbessern. Bringen Sie ihn zurück auf die Station. Die Befragung ist beendet. Aha, sind Sie jetzt fertig mit Quatschen? Gut, sehr interessante Geschichte, dieses Verhör. Ja, jetzt ist das Band zu Ende. So, das hatten wir uns gerade schon mal angeguckt. Habe ich hier noch irgendwas? Oh, Helgas Tagebuch, 6. Eintrag. Ja, ich lasse euch das wie immer ein bisschen lesen. Ich scrolle weiter. Ihr müsst dann halt auf Pause machen, wenn ihr das komplett lesen wollt. Ich mache das jetzt mal so Absatz für Absatz. Dann könnt ihr pausieren und euch jeden Absatz in einem Rutsch durchlesen. Oh, jetzt noch. Pause machen und lesen. So, und das ist das Ende. Bumm. So, was haben wir denn hier? Nichts Interessantes. So, da hinten muss ich hin, aber ich will mich natürlich hier auch noch umgucken. Ui, eine Gruft. So, da gehe ich mal nicht runter. Oder noch nicht. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da nirgendwo mehr hochkomme. Und dann halt das Level nicht mehr durchsuchen kann. Also zumindest den Bereich hier vorne. So, die Tonbandaufzeichnung hat jetzt natürlich eine ganze Menge Zeit gefressen. So, da geht's auch weiter. Kann ich hier irgendwas? Ich kann hier in den Tod springen. Das lasse ich aber mal lieber. Könnte wehtun. So, wir können ja auch mal uns dann hier jetzt ein bisschen umgucken. Wir können da auf die andere Seite des Friedhofs auch noch gehen. Da gucken wir uns auch gleich nochmal um. So, hier liegt jetzt ansonsten nichts weiter außer Heilung. Schrotflintenmunition. So. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier einer okkulten Sache auf der Spur sind. Notiz von Helga, müsst ihr Pause machen, das muss reichen. Wir sind hier, denke ich mal, einer ziemlich okkulten Sache auf der Spur. Ui. Ach so, das ist die Tür, wo ich durch muss. Nee, dann lassen wir das. Dann gucke ich mich ansonsten hier noch ein bisschen um. Im Rest des Levels. In der Hoffnung, hier noch ein bisschen was Sammelbares zu finden. Zum Beispiel das hier. Munition. So, das haben wir. Weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber mein Handy hat gerade vibriert. Komme ich da hoch? Nee. Stelle fest, dass nicht.
Aber hier kann ich noch mal oben rauf gehen, da war ich noch nicht. Was war das denn für ein komisches Geräusch? Hat sich gerade eben für mich so angehört, als ob hier einer schnarcht. Achso, da hat einer einen Helm fallen lassen. So, dann liegt hier aber ansonsten auch nichts weiter Interessantes. Ich gehe mal hier lang nochmal zurück. Und gehe mal in die Gruft rein. Womöglich, lieber mal lieber hier. Womöglich komme ich da dann irgendwie. Du hast einen geheimen Bereich entdeckt. Okay, das ist ein geheimer Bereich. Geheimnisse sind immer gut. Wir haben Gold. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier oben. So, es gab dann noch. Wollte gerade sagen, nicht, dass das Spiel sich jetzt aufgehangen hat. Es hat gerade ganz kurz mal stillgestanden. Wo waren das? Hier war doch vorhin. Ach nee, Quatsch mal. Ich musste hier an der Seite lang, rechts. Da. Da ging es doch auch noch mal so runter. Hier. So, wo immer ich jetzt gelandet bin. Oh, jetzt hat er mir eine Granate genau hinter den Arsch geschmissen. Oh, die beiden da oben nerven, Alter. So, das dürften jetzt auch alle gewesen sein, hoffe ich zumindest. So, dann kann ich, wo bin ich denn jetzt? Ach so, jetzt bin ich hier in diesem hinteren Bereich gelandet. Es wird hier erstmal ordentlich gesammelt. Okay, das haben wir voll. So, ich war doch hier gerade eben in so einem Raum mit so einem Altar oder was das war. Das sah hier, das sah interessant aus. Und da liegt Gold. Das sieht aus wie ein Templergrab. König Jesper der Erste. Nichts ist für die Ewigkeit. Wie wahr, wie wahr. Es gibt ja auch in diesem Level noch einen Albtraumabschnitt, den ich natürlich auch noch hoffe zu finden, damit ich das Albtraumlevel noch machen kann in diesem Abschnitt.
Ah, und hier kann ich hochklettern. Aha. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, wo ist denn jetzt hier dieses olle? Ja, ist egal. Machen wir ganz normal im Level weiter. So, die Tür war hier drinne, glaube ich, ne? Ja. Stimmt, muss man ja festhalten. Was? Ui, ich höre hier einen großen Stapfen. Das musste jetzt sein. Fuck. Kann dich sehen. Du mich aber nicht. Kann ich das Ding hier nicht ausschalten? Ah, okay. Den kann ich nur umgehen. Was soll dieser Wahnsinn? Du bist das. Ein blinder Wurm, der sich immer tiefer in die Erde frisst. Tiefer und tiefer in ihre verrotteten Eingeweide. In die dunklen Orte, die besser vergessen bleiben sollten. Ui. Dreh dich um.
So viel Zeit muss sein. Wenn da so ein grünes Glühen aus dem Scheißhaus kommt, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich mich darauf setze. Oh. Verstecken, verstecken. Dreh dich um und hau ab. Scheiße. Mit der Waffe muss ich auch noch ein paar Kills machen. Ich sehe immer noch nicht diesen blöden Kommandanten, Alter. Ey, der soll 8 Meter um mich rum sein irgendwo. Aber ich sehe den. Vielleicht steht der oben irgendwo. Na super, hier wäre nochmal ein Geheimgang gewesen, oder ein Geheimweg, den ich natürlich total übersehen habe. Das Ding darfst du aber trotzdem gerne mitnehmen. Schwein, du Blödes. Das Ding nehme ich jetzt aber nicht nochmal mit. Notiz von Randolph. Archäologe der Spezialeinheit. So, ich scroll das Ding mal ganz langsam für euch durch. Achso, da ist ja nicht viel zum Scrollen. Ah, Gold.
Ja, super. Stand genau über mir der Eierkorb. Also gucken wir mal, was wir hier noch schönes sammelmäßig kriegen. So, da muss ich hin. Und hier will ich mich umgucken. Also wenn ich das richtig sehe, ist es theoretisch möglich, sich durch eigentlich jedes Level komplett durchzuschleichen. Ohne dass ein auch nur ein einziger Gegner sieht. Sind zwei verschiedene Briefe. Notiz von Eberhard, Vorarbeiter der Ausgrabungsstätte. Bup, bup, bup. Hä? Oh, noch mehr Notizen. Notiz von Eberhard, Vorarbeiter der Ausgrabungsstätte. Und tschüss. Hier geht's nicht hoch. Bam! Wow. Der hat mal gesessen. Das waren, glaube ich, vier oder so. Mit einem einzigen Treffer. So, klar ist, das dürften jetzt nicht sehr viele sein, die da noch übrig sind. Da gehe ich mal jetzt noch nicht runter. Ich gucke mich erst mal hier oben noch ein bisschen um. Ist hier vielleicht irgendwo Gold drin? So, ich meine, sehr viel dürfte in diesem... Mann, du hast sie... Ich krieg die Granate zu denen nicht hingeschmissen. Jetzt. Wow. Okay, da soll ich jetzt eigentlich hin. Aber das mache ich noch nicht. Ich gehe nochmal hier lang zurück. Vielleicht ist das ja hier ein Geheimnis. Das ist nur ein Loch. Aber hier geht's hoch. Das ist doch ein Geheimbereich. Haha. Dann muss doch hier auch irgendwas Geheimes liegen. Was ist das? Hey, geil! Das Titelbild vom klassischen Wolfenstein vom allerersten Teil.
Als Poster. Das ist cool. Ich meine, das Ding würde ich mir, so ein Poster würde ich mir wahrscheinlich sogar noch an die Wand hängen. Wir haben entdeckt den nächsten Albtraum und den nehme ich mir jetzt vor. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Albtraumlevel ist beendet. Das war auch das letzte Albtraumlevel. Mit dem Boss. Das Level hat jetzt mal ungefähr 20 Sekunden gedauert oder so. Ich werde es aber trotzdem als komplett einzelnes Video hochladen. Aber seht ihr ja dann, sobald das Albtraum-Level Let's Play startet. Ups, vergessen gedrückt zu halten. Okay, hier waren wir doch gerade schon mal. Ach so, wir sind hier auch durch diesen Geheimgang da zurückgegangen. Alles klar. Warte mal, wo musste ich? Ich musste hier lang, genau. Ich muss doch mit. Da, mit der Waffe habe ich natürlich auch keine Munition. Super. Das ist der echt im Eiltempo auf mich zugerannt, die Sau. Hier noch irgendwas Interessantes? Nee, es leuchtet nur gruselig grün aus irgendwelchen Schächten. Was natürlich den normalen Menschen kein bisschen verstört. Na, wieder rein damit hier. Ich muss mal irgendwas gucken. War das das hier durch. Ach so, Kopf durch Rohr zerplatzt. Ach so, das heißt, ich muss die im Nahkampf machen. Und das hätte ich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss. Kann ich das auch im Nachhinein noch machen? Nö. Scheiße. Doof. Oh, das hat aber geklappt, oder? Ja. Das ist hier ein geheimer Bereich. Naja, so irgendwie jedenfalls. Ah, jetzt hat er schon wieder ein Messer geworfen. Das hat jetzt nicht geklappt.
Mist. Du sollst doch nicht das Messer werfen, du sollst mit der Stange zukloppen. Gucken nicht in den Gruften an den Seiten vielleicht irgendwo noch das Gold drin? Ich glaube nicht. Na? Hier liegt dann jetzt auch wahrscheinlich nirgendwo großartig mehr was rum. Da ist doch... Boah, Kopf zerplatzt. Ist das die gute Helga, die da oben hängt? Nee, wa? Nur, das ist einfach nur so ein Toter. Wir müssen hier höchst... Oh, ich werde mal wahrscheinlich lieber die Treppe nehmen hier. Zumindest das, was von der Treppe übrig ist. Ha. Da liegt nämlich noch Gold. Hoho. Goldrausch! Hui! Platsch! Das bedeutet, wir haben 32 Gold-Sammelgegenstände gefunden. 64 wäre dann die letzte Gold-Sammeltrophäe. So, da bin ich gerade hergekommen. Da muss ich wahrscheinlich hin. Wir gucken uns nochmal unter was. Ah, irgendwas glänzt hier. Naja, ein bisschen Munition. Ist ja wenigstens etwas. So, ich schätze mal, es ist nicht mehr weit. Und dann müssten wir auch jeden Moment das Finale erreichen. Ah, ich höre ja die gute Helga schon. So, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen um. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es auch mit einem Boss zu tun kriegen. Und dem möchte ich ungern unvorbereitet gegenübertreten. Drück auf die Knöpfchen. Weißt du, was dich da erwartet, Helga? Oh oh. Ah, okay. Ich muss jetzt hier erst noch ein paar Wellen überleben. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das mit dem Kopfzerplatzen funktioniert. Ja, so nicht. Man muss aber auch zielen können, damit das klappt. Mist. Wie viel habe ich denn davon jetzt schon? Ah, mir fehlt nur noch einer. Na komm, den einen machen wir auch noch. Mist.
Mensch. Ich möchte das jetzt hier unbedingt. Jetzt habe ich's. So, und jetzt machen wir hier so weiter, wie sich das gehört, mit Waffengewalt. Da ist. Oh, die Tür ist ja schon auf. Ah, noch nicht ganz. Wow. Gut, hier oben können wir uns jetzt noch ein bisschen aufrüsten. Notiz von Randolph, Archäologe der Spezialeinheit. Gucken, was er so zu erzählen hat. Ich scroll euch das mal runter. So, und jetzt den zweiten Part. So, das muss reichen. Ich rüste mich jetzt hier erstmal komplett wieder hoch. Zumindest so weit das Zeug, was hier rumliegt, das zulässt. Was haben wir denn da? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so merkwürdig und unvorhersehbar. Ich kann nicht machen. Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das im Wald nach Schätzen gräbt. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Ich gehöre jetzt zu den größten Abenteurern dieser Welt. Für mich sind Sie nicht als ein Regimeschwein. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Helga. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker. Hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Rumpeln ist nie gut. Ich kann nichts machen. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man ein Monster. Ha! Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt? Hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna, bitte! Das bringt genauso viel wie mit dem Luftgewehr auf den Güterzug zu schießen. Ich habe keine Ahnung. Aua!
Oh, jetzt kommen hier auch noch. Danke. Boah, Alter, ist das ein Kackkampf. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich den Kampf hier führen soll. Boah, vor allen Dingen, weil mir ständig Gegner auf den Sack gehen hier. Boah, Alter, das wird hier echt ein bisschen viel, Alter. Oh, Scheiße. Boah, Alter. Der hat gut was drauf, der Kumpel. Ich versuch's mal hiermit.
ey, ist das ein... Oh! Das hat jetzt ein bisschen besser geklappt als im Versuch hier vor. Ja. Nehme ich jetzt einfach mal so als Sieg hin. Wir haben es nicht kapiert. Sie hatten nie die Kontrolle. Aua. Alte Scheiße. Scheiß Tote einfach überall. Da ist er ja. Fergus. Kommen Sie, helfen Sie mir, Sie fauler Hund. Wie geht's im Kopf, Blesko? Wie haben Sie mich gefunden? Habe einen Notruf von Pippa bekommen. Haben Ihre Leiche gefunden. Wesley haben Sie auch, Fergus. Scheiße, Verfluchte. Komm, junge Dame, wir müssen dich hier wegbringen. Hey, hören Sie zu, Blesko. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Sie haben ganze Arbeit geleistet und die Akte gefunden. Jetzt wissen wir, wo Totenkopfs Basis liegt. Ja, wir wissen es. Können Sie das glauben? Ich habe diesen Traum. Etwas Wichtiges. Aber es ist weg, wenn ich aufwache. Es war nicht die Zeit für Träume. Ach, verflucht. Hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Warum haben Sie mich nicht daran erinnert? Sehe ich aus wie Ihr Babysitter, Fergus? Ach, scheiß drauf. Faster. Sie haben es diesem Scheißmonster richtig gegeben, BJ. Aber das Größte ist noch da draußen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Regime zu stürzen. Wir müssen sie nutzen, verdammt. Die verfluchte Welt zählt auf uns, oder nicht? Aber kein Druck. Bis auf meine verfluchte Blase. Das Monster stirbt nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut, verändert seine Gestalt. Ich fühle, wie das Gewicht der Welt auf mir lastet. Aber ich stemme mich dagegen. Ein letztes Mal. Dann ist Schluss. So, Freunde, damit sind wir fertig mit Wolfenstein The Old Blood. Ich sag jetzt hier, während die Credits laufen, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Kommentieren, Teilen, Liken. Hoffe, ihr seid bei einem weiteren Let's Play dabei. Vor allem startet ja jetzt direkt im Anschluss das Let's Play zu den Albtraum-Leveln. Und deswegen, bis dann, ich verabscheue mich.